Die DKMS, die Stiftung Deutsche Knochenmarkspende, hatte die Presseeinladung ausgesprochen, denn am 16. Dezember, das ist ein Freitag, werden in der Zeit von 16 bis 20 Uhr in den Räumen der Gemeinschaftsschule Barleben Freiwillige auf ihre Eignung als Stammzellenspender getestet. Unter dem Motto Justin sucht Helden setzt sich Justins Klassenlehrer Nils Töpfer aktiv dafür ein, dass sich Mitschüler und weit darüber hinaus Bürger und Betriebe in der Einheitsgemeinde Barleben für den 15-Jährigen einsetzen. Sie haben die Hilfsbereitschaft innerhalb der Klasse, der Schule, der Gemeinde beschrieben. Das ist ja eigentlich sehr beeindruckend, wie Leute plötzlich wegen einem Einzelschicksal doch zusammenstehen und versuchen, da nach besten Kräften zu helfen. Ja, das muss ich auch nochmal wirklich betonen. Also wir bekommen wirklich von allen Seiten der Gemeinde, jetzt alle hier aufzuzählen, das ginge gar nicht, Hilfe, Unterstützung in unterschiedlichster Form, ob das eben Sachspenden sind, Geldspenden oder aber auch schon eben die Signalisierung, dass wir eben zur Registrierung sie erwarten dürfen. Beziehungsweise eben auch Leute, die einfach sagen, okay, sagt Bescheid, inwiefern ihr hier an dem Tag Selbsthilfe braucht. Also das ist überwältigend und da können wir einfach auch wirklich nur zufrieden und stolz auch sein, dann eben hier so diese Unterstützung zu erfahren. Justin ist Fußballfan. Jetzt liegt er im Universitätsklinikum Magdeburg und die Ärzte können im Moment lediglich versuchen, die Auswirkungen seines doppelten Immundefektes zu lindern und die Schädigungen seines Körpers in Grenzen zu halten. Einzig mögliche Therapie ist eine geeignete Stammzellenspende. Weltweit sind von den mehr als 7 Milliarden Menschen nur knapp 7 Millionen typisiert und bis jetzt ist kein passender Spender für Justin darunter. Ja, das Ziel der Organisation ist, Blutkrebs zu besiegen, also Menschen mit Blutkrebs eine zweite Chance auf Leben zu geben und viele Stammzellspender zu finden. In diesem Fall geht es ja nicht um Blutkrebs, sondern um eine sehr ausgefallene Immunschwäche bei Justin. Also Sie können auch anderen Krankheiten, die mit Stammzellenspende zu therapieren sind, helfen? Das kommt immer auf die Erkrankung an, aber bei Justin handelt es sich um einen kombinierten Immundefekt und das Immunsystem wird ja auch durch das Blut beeinflusst. Da gibt es dann Zellen im Blut, die das Immunsystem steuern und bilden und das ist bei Justin gestört und das ist eben auch möglich, durch eine Stammzelltransplantation zu beheben und damit zu helfen. Eine Knochenmarkspende ist nichts Schlimmes, davon berichtet Sascha Leicht, denn er hat bereits gespendet und so einem 37-jährigen Deutschen geholfen. Es ist zwar mit Aufwand verbunden, aber ein wirklicher Lebensretter sein zu können, macht einfach ein gutes Gefühl. Man hat im Endeffekt eine Blutwäsche bei mir durchgeführt. Das heißt, Sie sind an eine medizinische, komplizierte Maschine angeschlossen worden und haben dort 3 Stunden lang abgewartet. Ganz genau, 3 Stunden lang abgewartet und wurde gut betreut von Getränken und so weiter. War es schlimm? Es war gar nicht schlimm, es ist nichts Schlimmes. Die Aktion in der Gemeinschaftsschule ist wirklich gut vorbereitet. Medizinisches Personal ist bereit, den Freiwilligen ein wenig Blut abzuzapfen und auch sonst ist alles Erdenkliche getan, um so viele wie mögliche Typisierungen durchzuführen. Am 16. Dezember in der Zeit von 16 bis 20 Uhr in der Gemeinschaftsschule Barleben sucht Justin Helden. Geben Sie sich einen Ruck und sind Sie dabei.